Stelle dir diese drei wichtigen Fragen. Wenn wir uns entwickeln wollen, wenn wir nach vorne gehen wollen, wenn wir etwas manifestieren wollen, ist es so wichtig, dass wir zum einen uns selbst kennen. Denn nur wenn wir uns selbst kennen, wissen wir, womit wir es zu tun haben. Und es ist so spannend zu sehen, wie viele Menschen keinen wirklichen Plan von sich haben. Die kennen sich nicht richtig. Und genau darum geht es im heutigen Video. Ich möchte mit dir drei Fragen ansprechen, die du dir selber stellen kannst. Das sind wirklich wichtige, zentrale Fragen, die du dir selber stellen kannst, um dich anzuregen, zum einen dich selber besser kennenzulernen und da auch wirklich in die Tiefe zu gehen. Also du kannst dir nachher wirklich was zu schreiben holen und diese Frage aufschreiben, Fragen aufschreiben. Dich besser kennenzulernen und dich wirklich auch mit dir zu beschäftigen. Also es gibt ganz viele wichtige Fragen, aber ich habe jetzt mal drei ausgesucht, so als Einstieg, um dich auch zum Nachdenken zu bewegen, wenn du drauf Lust hast, was, ja, worum geht's bei mir? Ja, worum geht's bei mir? Und in jeder Art von Entwicklung ist die Tendenz, sich im Außen zu orientieren, also auch woanders hinzugehen, sich Input zu holen von außen, Motivation, Inspiration, ja, das ist sehr stark da bei Menschen, die sich auch entwickeln wollen, auch spirituell entwickeln wollen, persönlich entwickeln wollen. Aber oftmals ist es so, dass es bei dem bleibt, also dass Menschen dann zwar innerlich das Gefühl haben, ich möchte mehr, ich möchte erkunden, ausforschen, mehr wissen, mehr erfahren, auch über mich, aber sie tun das dann auf die falsche Art und Weise und oft eben auch im Draußen, ja, im Außen. Die haben dann Readings und die haben dann, wie nennt man das, Seminare oder Kurse oder machen dann unterschiedliche Dinge oder lesen oder schauen sich Sachen an, hören sich Sachen an und damit ist nichts falsch. Aber wenn das dann der Zyklus ist, dass es darüber nicht hinausgeht oder dass das, was dann vielleicht rational verstanden wird, nicht umgesetzt wird oder keinen Anklang findet, letztendlich keine Resonanz in der Person, sprich da dann nicht zum Wachsen kommt. Also dass man das, was man von außen bekommt, nicht nimmt, innerlich dann verarbeitet und diesen inneren Prozess, weil darum geht's. Ansonsten wachsen wir nicht. Ansonsten ist es irgendwie da rein, da raus. Ja, wirklich so ist es. Und um da in die Tiefe zu gehen und dich auch zu begleiten, möchte ich jetzt dir diese drei Fragen an die Hand geben, die du dir selber stellen kannst, um mal zu gucken, okay, wo stehe ich denn? Was will ich denn? Und die erste Frage, mit der wir beginnen, ist, dass du für dich, und das meine ich jetzt nicht nur rational, sondern auch emotional, diese Frage beleuchtest. Lass dir damit auch ruhig Zeit. Ja? Also du musst nicht jetzt zack die Antwort haben, that's it, sondern es ist okay, zunächst mal nicht die Antwort zu wissen und sie wachsen zu lassen und dann zu gucken, wo wächst sie denn bei mir? Wie mache ich das? Ist es rational? Ist es, mache ich eine Pro- und Kontraliste? Mache ich einen? Okay, die erste Frage ist, was möchte ich wirklich zu diesem jetzigen Zeitpunkt in meinem Leben? Und warum möchte ich das? Also was will ich wirklich zum jetzigen Zeitpunkt in meinem Leben? Was will ich wirklich, wirklich? Und warum will ich das? Und der zweite Teil ist so, so bedeutend. Okay. Und du kannst auch das Video anhalten oder du kannst es für dich später machen. Ja. Ich gebe dir jetzt die zweite Frage. Mit wem würde ich
mein Leben tauschen, wenn ich es könnte? Und warum? Mit wem würde ich mein Leben tauschen, wenn ich es könnte? Und warum? Und die dritte Frage geht jetzt noch eine Stufe tiefer. Wofür übernehme ich im Augenblick nicht die Verantwortung, von dem ich weiß, dass ich die Verantwortung dafür übernehmen sollte? Wofür übernehme ich im Augenblick nicht die Verantwortung, von dem ich weiß, dass ich dafür die Verantwortung übernehmen sollte? Und diese drei Fragen dürfen dich beschäftigen. Vielleicht hast du auch ganz schnelle Antworten. Denn die Tendenz, dass wir, wenn wir uns mal auf den Weg gemacht haben, uns mit der Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, unserer eigenen Entwicklung, spirituellen Entwicklung, die Tendenz, auf irgendeinem Level stehen zu bleiben und uns da im Kreis zu drehen, die ist schon sehr, meines Gespürs nach, sehr, sehr dominant oder sehr vorhanden. Und ich merke, dass wenn wir Fragen stellen, wenn wir uns auch selber Fragen stellen, zu denen wir die Antworten finden müssen, geben müssen, hilft es uns, uns zu entwickeln. Und es ist nicht damit getan, auch das Gefühl zu haben, ja, ich bin jetzt auf einem bewussteren Weg oder ich lebe schon ein bewussteres Leben und ich richte mich jetzt so in diesem, auf diesen Bewusstseinszustand ein, der vielleicht schon reflektierter ist als die, die noch ganz unbewusst und schlafend sind, ja, der schon vielleicht erweitert ist, wacher ist, selbstbewusster ist, ja, also sich selbst mehr bewusst, aber oft ist das ein Trugschluss. Oft ist das dann auch nur eine andere Form der Ich-Identifikation mit einem anderen Level von Ego und nicht wirklich von Bewusstsein, also nicht wirklich die Identifikation mit diesem Gefühl, mit dieser Wahrheit, mit diesem Bewusstsein von Ich bin. Ich bin. I am. Ich bin. Sondern da kann man sich einrichten dann, ich habe darüber schon nachgedacht, darüber und darüber und ich bin mir dessen schon bewusster. Und dann denken wir, wir haben alles Mögliche erkannt und wir wissen schon alles Mögliche. Vor allem, wenn dann im spirituellen Bereich, ja, oder im esoterischen Bereich, vor allem auch online, gewisse Gruppen oder auch große Gruppen oder eine große Anzahl von Menschen dasselbe sagen über irgendeine Thematik, über irgendetwas, wie etwas ist, dann tendieren viele dazu zu sagen, okay, dann ist das jetzt meine Wahrheit und Ende, ich höre da jetzt auf, irgendwie weiterzugehen. Ich höre auf zu suchen, ich höre auf zu hinterfragen, sondern, das ist jetzt meine Wahrheit, das habe ich jetzt, die und die Leute, die ich respektiere, haben gesagt, dass das und das so ist, das fühlt sich für mich gerade stimmig an, ich nehme das so und Ende. Ja, und da möchte ich auffordern, nicht anzuhalten, weiter zu hinterfragen, und zwar, um dann letztendlich auch herauszukommen aus unseren eigenen Programmierungen. Nicht, indem wir neue Programmierungen annehmen, denn das ist es auch, was ich gerade wahrnehme und ich empfinde jetzt auch, das ist ein Grund, warum ich inspiriert bin, so ein Video zu machen. Und das ist nur der Anfang. Ich habe ganz viele, viele Fragen für euch, die wirklich ans Eingemachte gehen, wirklich wichtig sind und wirklich hilfreich sein können, wenn ihr darauf Lust habt. Aber dieses, dass wir denken, wir haben gewisse Dinge erkannt, wir sind auf einem gewissen Level und das ist so. Und alles andere ist Unwahrheit und dass wir dann
feststecken bleiben in letztendlich nur einem neuen Programm, das auch wieder von außen kam, das nichts ist, das aus uns innen herausgewachsen ist. Es ist eine Art von Programmierung. Wir wissen ja alle, wir haben unsere Programme, wir haben unsere Konditionierungen, wir haben unsere Muster, wir haben unsere Glaubenssätze. Das ist so, das ist Teil des Menschseins, aber es ist wichtig zu erkennen, dass selbst wenn man dann bewusster ist und wacher ist und auch Dinge unter den Dingen oder hinter den Dingen oder darüber hinaus erkennt, dass das auch noch nicht das Ende aller Weisheit ist. Ganz im Gegenteil, da beginnt es erst. Und es ist so auch meine Einladung, bleibt wach, bleibt offen und vor allem auch mit dem Herzen. Bleibt offen in einer Zeit, in der jeder meint, urteilen zu müssen und jeder meint, er hätte die richtige Meinung, er hätte die richtige Wahrheit, er hätte das alles schon erkannt und durchschaut, was da so ist. Und ich rede jetzt von allen Levels, die es so gibt in unserem Leben, ob es unsere Familie betrifft, ob es die Politik betrifft, ob es andere Länder betrifft, ob es den Job betrifft. Es ist ein Krieg der Meinungen, ja, und nur weil wir uns in spirituellen Sphären bewegen oder uns mit unserer eigenen Entwicklung beschäftigen, heißt es noch lange nicht, dass wir plötzlich da erleuchtet sind und unsere Meinung plötzlich die richtige ist und unsere Meinung plötzlich die hellere ist. Ja, ganz im Gegenteil, ich nehme wahr für mich, dass ganz viele, die sich für spirituell halten, dass bei ihnen ganz deutlich wird, dass das, was sie wiedergeben, nichts ist, das sie wissen, sondern etwas ist, das sie antrainiert bekommen haben, anprogrammiert bekommen haben. Sie sehen das natürlich nicht, wenn wir im Programm sind, ist es sehr, sehr schwierig. Und deshalb ist es auch wichtig, wenn du wirklich, wirklich dich entwickeln willst, wirklich, dass du diese Forscherhaltung, also dich selbst zu erforschen und dich selbst zu erkennen, dass du das nie aufgibst. Und egal, wo du meinst, angelangt zu sein und was du auch meinst, schon erkannt zu haben, sobald du da bist, öffne dich weiter und stell neue Fragen. Nimm's nicht als, das habe ich erkannt, ich bin ja so weise, super, Ende, klappt das Buch zu, sondern dann beginne die nächsten Fragen zu stellen, auch über dich. Gehe tiefer, gehe höher, gehe weiter. Und wenn wir einmal erkannt haben, dass wir sowieso nie an dem Punkt dieser einen Wahrheit ankommen, dieses Absoluten, ja, vor allem nicht hier in dieser Welt der Dualität, sondern je mehr wir erkennen, dass sich auch diese Thematik auflöst, desto bewusster und erweiterter unser Bewusstsein wird, desto weniger notwendig wird es auch, uns davon zu überzeugen, etwas ist richtig oder falsch, dass wir denken oder nicht denken. Denn es, die Gewissheit oder die Sicherheit oder das Gefühl, für das ist stimmig, ist dann ganz in uns, in Verbindung mit dem Universum, dem Göttlichen, unserem höheren Selbst, unserer Seele. Das hat eine andere Qualität. Ja, und bevor ich jetzt aber in eine andere Thematik komme, die ich schon merke, dass sie jetzt in der Luft ist, beende ich dieses Video für heute. Ich werde das andere dann mal ein anderes Mal ansprechen. Ich lasse dich mit diesen drei Fragen für heute und ich wünsche uns allen einen wunderschönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal.